In diesem Video schauen wir uns alle fixen Transfers von Eintracht Frankfurt an und am Ende gibt es sogar einen Spieler, dessen Verpflichtung viele gar nicht mitbekommen haben. Ich stelle euch jetzt jeden Transfer chronologisch vor, weswegen wir mit William Pacho beginnen. Vor rund 2 Monaten hat die SGE den Neuzugang William Pacho vorgestellt und damit den Transfer offiziell gemacht. Als Ablöse fließen um die 9 Millionen Euro an den Ex-Verein Royal Antwerpen, damit der 21-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben kann. Diese Summe kann allerdings durch Boni in den 2-stelligen Millionenbereich ansteigen. Doch welchen Spieler bekommt Eintracht Frankfurt für die nächste Saison überhaupt? Pacho ist Linksfuß und könnte deswegen den kürzlich bestätigten Abgang von Yvonne Dicker 1:1 in der Innenverteidigung kompensieren. Er ist ein sehr schneller und zweikampfstarker Spieler, der ebenfalls ein ganz gutes Kopfballspiel mit sich bringt. Doch man darf nicht vergessen, dass er aus der belgischen Pro League kommt und deswegen einige Eingewöhnungszeit brauchen könnte. Die zukünftige Nummer 7 der Eintracht braucht mit Sicherheit keine Eingewöhnungszeit in der Bundesliga mehr, denn Omar Mamouche kommt ablösefrei von dem VfL Wolfsburg an den Main. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2027. Mit Mamouche bekommt Eintracht Frankfurt einen technisch starken, extrem schnellen und trickreichen Offensivspieler. Dennoch gibt es noch ein paar Mängel. Zum Beispiel ist der 24-Jährige der Spieler, der die meisten Ballverluste in der letzten Bundesliga-Saison zu verbuchen hat. Da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Erst vor kurzem wurde der Neuzugang Hugo Larsson vorgestellt und damit hat sich die Eintracht ein richtiges Top-Talent geangelt, das bei seinem Ex-Verein Malmö FF trotz seines jungen Alters schon eine Legende geworden ist. Ich blende euch mal ein Video von seinem Abschied ein, dann wisst ihr, was ich meine. Der Schwede kommt für eine Ablöse von ca. 8 Millionen Euro, was natürlich ein Statement für einen 18-Jährigen ist. Larsson kann auf der 6 oder der 8 eingesetzt werden und ist technisch sehr versiert. Außerdem ist er körperlich stark und hat eine gute Übersicht. Mit seinen 18 Jahren hat er natürlich mächtig Potenzial und könnte früher oder später in die großen Fußstapfen von Sebastian Rode treten. Philipp Max wurde ja von Eindhoven an die SGE mit einer Kaufpflicht in Höhe von knapp 2 Millionen Euro ausgeliehen und logischerweise greift diese nun und Max unterschreibt bis 2026. Bei dem 29-Jährigen wissen wir alle eigentlich, was wir bekommen, da wir ihn jetzt schon knapp 5 Monate beobachten konnten. Für mich ist er ein sehr solider Spieler für die linke Seite, der auch eine gute Chemie zu Mario Götze hat und auf jeden Fall ein Upgrade zu Lenz ist. Nun kommen wir zum nächsten Spieler, nämlich Junior Erik Dina Ebimbe. Der Franzose war ja vorerst nur ausgeliehen, doch nun zieht die SGE die Kaufoption von 6 Millionen Euro und Ebimbe bleibt vorerst ein Adlerträger. Außerdem soll er sich geäußert haben, dass er kein Spieler ist, der oft den Club wechseln möchte, was ich ziemlich sympathisch fand. Ich finde, Ebimbe ist ein richtiger Topspieler, der auf jeden Fall großes Potenzial hat. Der 22-Jährige hat natürlich auch noch Dinge, die er verbessern kann oder muss, doch ich bin überzeugt, dass er der Eintracht in der Zukunft sehr weiterhelfen kann. Wie findet ihr die Arbeit von Markus Krösche bisher? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ciao!